Willkommen zurück bei Super Mario Bros. X Return to Yoshi's Island. Ich habe mir jetzt den Toad geschnappt und wir gehen jetzt in den Sand Temple. Ich habe Toad hier auch schon ausgerüstet. Und den Sand Temple kenne ich schon. Ich habe gerade aufgenommen 15 Minuten und da war leider das Mikrofon aus, beziehungsweise das war, hat sich leise gestellt. Und das ist dann Kacke, dann hört man mich nicht und dann ist ja nicht der Sinn. Leider kann man euch ja nicht abschießen, ihr seid ja vollkommen immun gegen Feuerblumen. Hat sich gereimt. Yeah, immun gegen Feuerblumen. Wow. Okay, man kann einfach rüberrennen. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Mist! Egal, egal, egal. Ich krieg schon wieder eine Feuerblume. Und damit ein drittes Herz. Weg mit dir! Du bist mir im Weg! Genau wie die Penner jetzt da oben. Heißt, wir gehen erstmal kurz da oben. Achten nicht auf die Zeit, die wir haben, um hochzukommen. Geht mich die rechte Dings da wieder runter. Rechte Säule. Das könnte ich nicht mehr hoch. Und Falling. Die Stelle geht mit Toad am einfachsten, weil er halt viel schneller ist als die anderen. Mit Luigi würde es noch ganz gut gehen, weil er ja höher springen kann. Was auch ein Nachteil ist, weil er immer gegen die Decke prallt, was ich in den letzten Folgen schon ständig erwähne. Was normalerweise ja nicht das Problem ist, aber die haben das hier irgendwie so gemacht, dass es ein Problem ist in diesem Szenario. Geh endlich weg da, danke. So, da oben wartet meine Feuerblume. Über die Tür springen. Ich möchte nicht außersehen durch die Tür gehen. Hm? War das oben nicht? Hm. Das... Ich wäre fast neben ihn gesprungen, statt auf ihn. So, hier gibt es nur Münzen. Münzen interessieren mich einen Scheiß. Schieß, du Penner, schieß. Ha! Der voll die Rübe abgekriegt. Ganz viele Gefahren warten hier. Rübe mitgenommen. Vogel ist runter, sehr schön. Jetzt kommen die komischen Glitzerbälle. Gleich hier ihn check hier mitnehmen können. Und weiter geht's. Solange er drunter fährt, tut er nicht springen. An die Kisten kommt man nur rauf, wenn man Luigi benutzt und die hier als Sprunghilfe missbraucht. Die Deppen hier, die Lila. Ah, ich hab mich selbst getroffen. So, bei ihm darf ich nicht den Rennknopf drücken, weil ich sonst den aufhebe und in die Stacheln lande. So, dich nehme ich mit. Uah. Schnell, 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 schnell! Durch! Boah, blöder Kackschütze. Birdie, Birdie Vogt. Schalalala. Birdie ist ein Kerl in Wirklichkeit. Oder war es damals zumindest.
Toad hat ein bisschen Probleme mit den Aufheben und mit den Werfen. Aha. Muss erstmal das Glitzerding da wegkriegen. Wow. Mann. Schieß, wenn das Ding nicht da ist, bitte. So, und jetzt Glitzerding. Du bist zu blöd zum Schmeißen. Weißt du das? So, danke. Sag ich doch, jetzt zu blöd zum Schmeißen und zum Aufheben. Da bin ich zu früh hochgesprungen. Warum schmeißt er nicht in hohem Bogen dem Birdie einfach mal das Ei an den Kopf? Genau so, so muss es sein. Jetzt noch zwei Treffer. Kack, Kackvogel. Dinovogel, Kack. Komm wieder ran. Noch ein Ei, Junge, ein Ei. Birdie ist vernichtet. Yippie! Yeah. Schloss. Ich hab keinen Bock mehr auf Toad. Save und quit. Und jetzt nehmen wir Return to. Jetzt nehmen wir Luigi, den hatte ich auch noch ausgerüstet. Vorspiel. Start. Ich konnte auf der Kackdings nicht springen. Ich bleib mal klein. Wow. Gefährlich, gefährlich. Schön auf den Kopf von... Na, blöder Kakupa. Nimm mal das Ding mit. Okay, Bowser-Statue. Das ist eine Tür. Ah, Checkpoint. Kann man da irgendwie unten hin? Ich gehe erstmal den Checkpoint benutzen. Da sind drei Leben. Aber wie kommt man an die ran? Ehrlich, wie kommt man da ran? Verstehe ich nicht. Och nö! Ah. Knochen trocken. Halt deine Knochen trocken. Na, ah. Ja, wir fangen ja eh hier an. Und ich habe meine Blume noch in Reserve. Die kann ich hier denn vorm Bossraum denn nutzen? Schieß deinen Kackfeuerball. Danke. Hi, Mega Maulwurf. Mr. Mole, was geht? Und rein da. Oh, die ist immun. Die ist immun. Haha, aber das Gute an Luigi und Mario. Du solltest den nicht aufheben. Du solltest wegspringen. Scheiße, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Fucking. Darf nur noch einmal getroffen werden, meine ich. Ich habe noch 5 Leben. 5! Fantastische 5 Leben. So. Wollte gerade sagen, wo bleibt der Feuerball? Balli, Balli, Feuerballi. Du, da oben, schieß! Danke. Wow, wow, wow. Wir schleichen uns von unten heran. So, ist ja eh egal. Ich brauche ja
Treffer. Nee, das ist zu nah dran. Rexy. Wow. So, jetzt schieße. Schieß, du Scheißvieh. Mist, Rübersprung. Nicht gut. Hat's gezögert beim Schießen. Zu nah dran. Tot. Geschafft. Wir haben ein Schloss bezwungen. Jetzt, was kommt jetzt? Pyramid Traps. Ja, mal gucken. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Meiner. Tu mich auch, Junge, tu mich auch. Wenn ich da unten lang gehe, dann... Verpiss dich. Uah, wer kommt da rein? Okay, hier kommt man nur durch, wenn man klein ist. Das ist schon mal interessant. Ja, ich hätte jetzt aber lieber irgendwie pilzmäßig Gedanke. Genau den will ich doch. Muss ich jetzt da runter? Ist das ein Tor? Oh, mein Leben. Dankeschön. Checkpoint, ich bin wieder groß. Oh, die Schwarzen. Die schwarzen Hüftdolen. Die. Oh, Banzai-Bilz. Oh shit. Nein! Das ist so gemein! Die blöden Notenblöcke funktionieren doch nie richtig. Ah, das ist eklig. Okay. Jetzt weiß ich schon mal, da irgendwie ein Power-Up haben, ist nutzlos. Gibt's da irgendwie was für mich? Nö. Oh, ein roter. Den will ich erstmal weg haben. Danke, ein Pilz. Ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wie gern ich jetzt ein Tod gewesen wäre. Oh, da oben geht's hoch, lang. Was ist da oben? Ach du Scheiße. Ungeil. Das ist fies. Das ist mega fies. Bleib du mal schön in The Legend of Zelda 2. Ah, ein Pilz. Ich bin wieder groß. Das ist ja eine miese Pyramide. Trap-Pyramide, heißt ja auch. Aber ich hätte ihn jetzt gern mitgenommen. Ah, die...
Die wussten ganz genau. Die wussten ganz genau. Oh Gott. Ich ahne irgendwie gleich ein bisschen sehr Schlimmes. Jetzt kommen hier lauter Bob-Oms. Miese Schweine! Lass mich mit den Scheiß in Ruhe! Gibt's noch so was wie einen neuen Checkpoint oder so? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, ja. Warum war jetzt am Ende jetzt doch noch ein Pilz? Ich bin aber erstaunt, dass ich das geschafft habe. Larry Cooper. Ach du Sch. Nee, Larry. Ich dachte jetzt Lakito Castle. Nee. Wir sind jetzt schon an Schloss angelangt. Ich will aber noch nicht zum Schloss. Weil wir haben da noch ein paar Level. In dieser Welt. In dieser Welt warten ein paar Level. Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den Yoshi brauche. Scheiße. Wo ist die Musik? Ich, ja, egal. Da ist ja noch ein Geisterhaus. Ach ja. Hier, müssen wir fliegen können. Ich rüste jetzt ihn mal aus und dann sind wir auch heute fertig. Der kriegt hier nochmal eine Dings Feuerblume, denn ich bring mal die Leben auf 10. Ich bring die mal auf 10. Geht ja schnell. Und man geht ja mal schnell Game Over, wenn man. Ich bin gerade erstaunt, dass ich die Pyramide so relativ zügig durchgekriegt habe. Das war aber auch relativ knapp alles. So, ich gehe schon wieder mal nach oben. Obwohl. Vielleicht rüste ich jetzt noch ein paar andere Charaktere aus. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Bros. X.